Amiras Segel sei mit dir. For what do you linger here? The village is much too quiet. Was tust du noch hier? Das Dorf ist viel zu ruhig. Ja, sie hat nichts Neues zu sagen. Was ist mit dir? Soon the director will send a ship to fetch the rest of the supplies and me. Bald wird der Direktor ein Schiff schicken, um den Rest der Vorräte abzuholen und mich. Unless you have room on your ship. Außer hast du dann noch einen Platz, hast du noch einen Platz auf deinem Schiff? Er sieht dich an und knetet seine Fingerknöchel durch. Ihm besser Seiten geben. Eure Kapitänin hatte einige düstere Pläne für den Stamm. Quay, what do you mean? Quay, was meinst du? Nimm die Seiten von dir und blättert sie durch. Dann stoppt er. Eine Hand liegt auf dem befleckten Papier wie festgefroren. Er sieht hoch und zu dir und lacht nervös. Come, Blanken, you cannot take these things so seriously. As I was an academy brat, hoping to catch the director's notice. Per Komplanket, so kannst du diese Dinge nicht so ernst nehmen. Was heißt per Komplanket nochmal? Hab Gnade mit mir. Besser war ein akademischer Balk, der hoffte, die Aufmerksamkeit des Direktors auf sich zu lenken. Frische Schweißtropfen erscheinen auf seiner Stirn. Anyway, this has nothing to do with me. I'm just a cook. Und überhaupt hat das nichts mit mir zu tun. Ich bin nur der Koch. Vector zerrt an seinem Kragen und brennt das schweißgetränkte Tuch von seiner Brust. Not your fault and not your problem. A familiar refrain. Nicht dein Fehler und nicht dein Problem, ein bekanntes Lied. We'll see this gets back to the director in Neketaka. No need to worry. Aber ich werde mich darum kümmern, dass das hier zum Direktor in Neketaka zurückkommt. Kein Grund zur Sorge. Er lächelt dich gepresst an und steckt das Papier so schnell wie er kann weg. Ja, ich habe die Überreste eurer Expedition. What do you mean? Madiko. Tot, sagst du, Madiko. Seine Dinge Augenbauen ziehen sich alarmierend in die Höhe. If the expedition failed, the company will hesitate to finance a second one. They might close the book forever. Wenn die Expedition fehlgeschlagen ist, wird die Gesellschaft zögern, eine zweite zu finanzieren. Sie schließen dieses Kapitel möglicherweise für immer. Er seufzt und kratzt sich den Kopf. If their work was finished, their families in the republics would be compensated. Wenn ihre Arbeit beendet gewesen wäre, hätten ihre Familien in der Republik eine Belohnung erhalten. Er sieht dich anflehend an. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Nagasima, er neigt den Kopf. Dann lebt mal wohl. Wir brauchen nämlich noch nicht noch einen Koch. So, mit dem dazu reden, sparen wir uns. Wir gehen zum Schrein. Vorbei an... der Ondra-Figur mit der großen Oberweite. Wir haben auch noch auf Neketaka ein paar Ruinen, die wir erkunden können. Also einmal haben wir so ein Sumpflaura-Ding. Ja, bist du auf der Defiant angekommen? Ja, bin ich. Hi. So. The waves bring fortune as well as flotsam. Also die Wellen bringen Schätze ebenso wie Strandgut. Sie nickt respektvoll. I was wrong about you. You did a great thing for us, whether or not the others know it. Ich habe mich in dir getäuscht. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen, ob die anderen es wissen oder nicht. Nairi lächelt beinahe. Take this. Maybe it looks small next to a fat Valian purse, but it is all I have to give. Nimm dies. Es ist zwar nicht so üppig wie eine valianische Geldbörse, aber es ist alles, was ich habe. 1000 Kupfer. Du bist die Priesterin. Ja, ist sie. You worship Gon same as I do. At least in Neketaka. But I'll admit, I've never called Andra Ngati. Du verehrst Gon ebenso wie ich, zumindest in Neketaka. Aber ich gebe zu, dass ich Andra niemals Ngati genannt habe. Etwas an der Schreinstatue wirkt vertraut. Du hast diesen runden Körper und den offenen Mund bereits einmal gesehen. Ja, des Götzenbildes, das du in Pokokuhara gefunden hast, am Körper des toten Expeditionsmitglieds. Eine neue Welle von Schmerz und Verwirrung überkommt dich. Du fühlst dich schlecht, seit du das Götzenbild aufgehoben hast. Foreigners know her as Andra. To us, there is no difference. Fremde kennen sie als Andra. Für uns gibt es keinen Unterschied. Du hast die valianischen Entdecker getötet. Ich habe dieses verfluchte Götzenbild und ihren Sachen gefunden. I warned them not to go. I warned Ruanu not to help them. Ich warnte sie nicht zu gehen. Ich warnte Ruanu ihnen nicht zu helfen. Sie umfasst den verwitterten halbmondförmigen Koranhänger in ihrem Hals. Foreign ships raided our old villages and carried away our people. Ruanu promised us we would be safe here. Fremde Schiffe haben unsere alten Dörfer überfallen und unsere Leute geraubt. Ruanu hat versprochen, dass wir hier sicher sein würden.
Sie zieht so fest an dem Anhänger, dass seine Schnur in eine tiefe Furche in ihrem Nacken hinterlässt. Ihr Blick sucht dein. Give it to me, please. Then I will see that it brings no harm to anyone else. Gib es mir, bitte, dann werde ich dafür sorgen, dass es niemandem mehr schaden kann. Sie streckt die Hand aus und zieht dich mit strählendem Blick an. Oh, Watcher, she is asking nicely. Tja, Wächter, sie fragt so nett. Dann geben wir es mal hier. Danke. Alofs rascher Blick zeigt seine Zufriedenheit, weil wir selbstständig sind. Dann leb wohl. Ja. Ich würde mal sagen, das war wieder sehr nett. Und ja, wir können übers Meer weiter ab. Können wir Vorräte kaufen? Wasser, 50 Reis. Das können wir auch gleich mal hier reinpacken. Wir könnten mit ein bisschen was wir haben, die ganze Reise strecken. Können nicht wirklich. Aber so gut komme ich halt nicht an Trinken. Ich komme halt wirklich eher an Sachen wie Palmstein. Also Essen, was ausgleicht. Und ich habe jede Menge Schiffszwieback. Ich könnte halt Silberflossen reinpacken. Komm, packen wir mal die Silberflossen, die ich habe. Jawohl, nee. Behalte ich mal die Silberflossen. Feuerkorallen. Feuerseetang. Nö. Nee, nee. Ah, ansonsten, ich könnte Rum kaufen. Rum macht plus 3. Muss ich hoffen, dass ich in Nekataka mir vielleicht so 100 Ale einsacken kann. Weil das Essen ist nicht so das Problem. Da verbrauche ich recht wenig von. Nur trinken verbrauche ich halt das Doppelte. Weil ich auf jeden Fall einen Säufer habe, nämlich Oswald. Ah, Karte. Ja, und ich weiß, wie ich die Moral ein bisschen wieder boosten kann. Indem ich die Scylla in ihrer Schaluppe einhole. So eine Schaluppe, oder? Ein Nebelholteran. Aus dem Nichts steigt auf einmal über dem Meer dichter Nebel auf. Von deinem Schiff aus kannst du nur wenige Meter sehen. Die Winde ersterben, sofort das Nebel aufsteigt. Die Wellen beruhigen sich und die Defiant bleibt zurück, ruderlos dahin treibend. Das Ächzen des Rumpfes ist das einzige Geräusch, das zu hören ist. Es klingt wie ein entsetztes Seufzen voller Furcht vor dem, was geschehen wird. Unheimliche Lichter durchdringen den Nebel. Langsam nähert sich die Silhouette einer enormen Galeone. Schwarze Segel zerrissen und verrottet, gefangen. Fangen den Wind aus dem Jenseits ein und bringen das Schiff rasch vorwärts.
Der Kapitän, ein Skelett mit einer befleckten Rüstung, beobachtet dich mit einem bösen Starren vom Achterdeck der verfallenen Galeone aus. Sie klopft sich mit zwei Fingern gegen die Brust und zeigt dann direkt auf dich. Was die Göttin des Todes gezeichnet hat, lasse ich unberührt. Sie nickt ernst einmal und steuert ihr Schiff dann mit einem Neigen ihres Schädels davon. Als die fliegende Henker wendet, schlurfen ein paar untote Seeleute über Deck, begierig darauf, einen Blick auf deine Mannschaft zu erhaschen. Sie kratzen an der abgewetterten und halb verfaulten Reling. Auf ihrem offenen, sichtbaren Rückgrat rollen die Köpfe. Das Schiff verschwindet wieder im Nebel. Es vergehen ein paar Minuten, bis der Nebel sich vollständig gelegt hat. Die Winde heben sich wieder, bringen deine Segel zum Flattern. Das Meer ist klar und leer. Von dem anderen Schiff ist nichts zu sehen. Wir haben gerade den fliegenden Henker überlebt. Einfach so. Danke, Pirat. Aber jetzt müssen wir uns um unsere eigene Beute kümmern. Geordnete der Rothäutige zeigt auf einen kleinen Punkt am Fernhorizont. Ja, sie hat nur Stufe 5, hat nur 13 Leute. Wir sind da viel mehr. Du spielst am Horizont, siehst du seine unbekannte Flagge in der Brise wehen. Das Schiff jetzt kommt näher und seine Mannschaft öffnet die Kanonenluken. Auf in den Kampf. Mit einem schnellen Manöver kann sich die Defiant einen Windvorteil sichern, bevor die Alicia auch nur die Chance hatte, ihr selbst zu beanspruchen. Volle Kraft voraus, wir gehen direkt wieder auf Enterkurs. Sie sind ein kleines, unterbesetztes Schiff. Ja, sie halten immer noch an, weil sie keine Ahnung haben, was ich will, wahrscheinlich. Ja, die gegnerische Mannschaft hat dafür Posten, um sich auf Manöver vorzubereiten. Und sie feuern. Dürrwälder Schnauze. Au, neuen Schaden am Segel. Dadurch haben sie gerade den Vorteil. Sie müssen aber gerade nachladen. Oh, sie versuchen abzuhauen. Okay, ich habe wieder den Vorteil. Da mal näher ran an dich. Ich glaube, jetzt wollen sie wieder drehen und wieder auf mich feuern. Kann das sein? Ja, die wollen tatsächlich wieder feuern. Au, das war Rumpfschaden. Mist. Ja, und jetzt versuchen sie mich zu entern. Nein, wir versuchen sie zu entern. Auch gut. Der Schaden jetzt aber gerade war unschön. Aber gut, wir haben Reparaturvorräte und wenn wir ein paar loswerden, dann können wir auch wieder neue einsacken. Solange es keine Verletzten gab, ist alles gut. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob dadurch... Nee, sieht man nichts Besonderes. Was hat sie gerade gesagt? Deine Furcht läutet in meinem Kopf wie eine Glocke. Ach ja. Die Gegner platzen gerade wie Wassermelonen.
4 Moral, das ist schon mal sehr gut. Plus nochmal 10 Moral. Hagrim hat einen Rang erhalten. Dieses Zeug können wir alles behalten. Valianischer Plattenpanzer. Das war wieder mal eine hübsche Enterung.